Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit der Vorstellung des Gameplays für Natlan. Schon wieder. So einen ähnlichen Trailer hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich weiß nicht, ob es der gleiche ist tatsächlich. Aber es gibt auf jeden Fall eine zusätzliche Ankündigung innerhalb dieses Trailers oder mit der Ankündigung des Trailers. Willkommen in Natlan, Reisender. Vergiss nicht, es zu deiner Wunschliste für die Xbox hinzuzufügen. Genshin Impact Xbox, Gamescom. Ja. Genshin Impact wird am 20. November 2024 für die Xbox Series X und S und im Xbox Game Pass erscheinen. Jetzt zur Wunschliste hinzufügen. Bisher ist Genshin Impact nur für PlayStation verfügbar, in Zukunft dann auch für Xbox. Nintendo Switch soll ja auch noch irgendwann kommen, wobei da viele Leute Bedenken haben, dass das jemals passieren wird, weil das schon seit fast 3 Jahren oder so angekündigt wurde und es ist aber noch nicht passiert. Also ich persönlich würde auch sagen, das wird wohl eher nicht mehr passieren, beziehungsweise dann vielleicht erst bei der nächsten Generation der Nintendo-Konsole. Ja. Jedenfalls war es eine Ankündigung, auf die manche Leute auch schon gewartet haben und wie gesagt, beim Trailer bin ich mir nicht sicher, ob der überhaupt was Neues enthält. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Genau. Also könnte sein, dass wir den mehr oder weniger schon gesehen haben. Okay, das kommt mir nicht bekannt vor, ehrlich gesagt. Der Traveler ganz allein in der Arena. Die 3 Gebiete. Also ganz ehrlich, für dieser NPC von dem letzten Trailer gestern sieht irgendwie krasser oder cooler aus als Wualani. So vom Design her. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich diese NPC als Charakter lieber haben. Aber ich bin halt nicht der größte Mualani-Fan, muss ich sagen. Auch von den Fähigkeiten nicht. Also vom Charakter her weiß man es ja noch gar nicht. Aber von den Fähigkeiten bis jetzt, was ich gesehen habe, noch kein so großer Fan. Kachina. Kenne ich. Also wenn man da oben, wo der gerade saß, auch drauf sitzen kann. Oh, man sieht es eh gleich nochmal. Aber ja, das ist echt geistesgestört. Wie groß das einfach ist und wie hoch. Ich finde das immer noch, ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber ich finde das einfach irgendwie crazy. Heftig. Oh, kämpfen jetzt gegen den Boss. Das ist der... Also ich glaube, das wird eine nervige Fähigkeit. Der riesige Boss, der da am Boden sitzt, verwandelt sich plötzlich in den kleinen und dann schwebt er und schießt irgendwelche Dinger von sich. Aber gut, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es eher darum, dass selbst bei fliegenden Pilzbestien habe ich mit Hutao teilweise schon das Problem gehabt, dass wenn die hochschweben, dass ich kann die nicht angreifen. Bei Gespenstern auch, aber bei Gespenstern ist es nicht so schlimm. Bei den fliegenden Pilzbestien ist das Schlimmste. Da kann ich dann einfach, da mache ich Hutaos heftigen Schlag und springe einfach unter den Pilzbestien durch und treffe sie nicht. Und bei dem ist es offensichtlich auch so, dass wenn der in der Luft ist, kannst du ihn ja mit einem Nahkämpfer nicht treffen. Also wird es wahrscheinlich so ein Boss werden, wo du zwingend einen Bogen, mindestens einen brauchst. I guess. Also man besiegt ihn so schnell, dass er nicht hochfliegen kann. Ja. Hey, damit haben wir die Bossmechanik schon gesehen. Man muss gegen ihn kämpfen, bis er sich verwandelt. Da muss man den Verwandelten angreifen. Und wenn man dann wahrscheinlich genug Schaden gemacht hat oder so, dann ist er betäubt und verwandelt sich zurück. Drache gegen Drache. Ja, das letzte sah nice aus. Uss. Soll ich ja Pilzbestien erwähnen? Sind einfach Pilzbestien. Aranara. Aber ich meine, das ist so Beru quasi. Hä? Das war so von der Xbox. Ach so, ja gut, okay, deswegen, weil die Xbox sehr grün ist. Okay, ja gut, dann macht Sinn, dass sie Sumeru genommen haben. Ich dachte gerade schon so, hä? Aranara ist Sumeru? Okay. Er entdeckt quasi die Ankündigung für die Xbox. 20. November, Xbox Genshin Impact. Okay. Jetzt müssen sie da unten bald Xbox dazu machen.
Paddingtons und Logos, wo es überall erhältlich ist. Ja, ja. Ich finde, die Trailer könnten ruhig ein bisschen länger sein. Also, wir sind ja gerade voll in der Promophase von Natlan. Offensichtlich werdet ihr, weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Aber ja, keine Ahnung. Ich meine, zumindest hat man den Bosskampf ein bisschen gesehen. Das war ja auf jeden Fall schon mal was, was wir bisher noch nicht so direkt gesehen haben. Wobei es war technisch gesehen im Trailer, in dem Story-Trailer. Aber egal. Ja, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch auf Xbox spielt. Also ich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Xbox besessen und ich werde mir auch ganz sicher keine dafür kaufen. Aber ja, ist auf jeden Fall cool für Leute, die vielleicht schon immer spielen wollten, aber halt Xbox-only spielen und es nicht konnten. Weil ich mir das fast nicht vorstellen kann, dass jemand seit 4 Jahren Genshin Impact spielen will, nur weil er keine Playstation oder einen PC hat. Man kann es ja sogar auch am Handy spielen. Ja, kann ich mir das nicht so viel so sehr vorstellen, dass es da so viele Leute gibt, aber wer weiß. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.